Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Stellaris. Ja, wie dir das Leben so spielt, ich bin wieder negativ. Ich kann wieder arbeiten. ja, das heißt, nicht mehr so viel Zeit, wie ich hatte. Und ja, ich kann es ja immer nicht lassen. Man sollte sich ausruhen eigentlich, wenn man krank ist. Ich kann das irgendwie, keine Ahnung. Geht, ich bin da getrieben. Ich bin getriebener da. Jedenfalls, ich möchte nur sagen, ich versuche immer schön, meine Folge hier zu machen, aber diese Kunstwerke einzuarbeiten, das wird ein bisschen heftig. Ja, mal gucken, mache ich vielleicht irgendwie hinterher oder so. Auf jeden Fall, Gewinnspiel nach wie vor geht weiter. Müsst halt gucken. Ich bin ja eine Pfeife, ich kann das ja gar nicht richtig machen. Da. Deswegen gibt es jetzt immer dann, wenn wir eine archäologische Stätte eben hatten, mache ich am Abend dann ein Video dazu. Es gibt schon zwei. Ich finde, das ist relativ eindeutig, was für Personen da bislang mitspielen und so mitwirken. Und ja, Leute, finde ich, ja, jetzt guck mal, wir bauen mal einen Schiffswerf, keinen. Ah, jetzt haben wir aber zwei, jetzt würde der Handelsknoten hier uns ein bisschen was bringen, nicht viel, aber immerhin doch ein bisschen was. Naja, gut. Ach, und eins muss ich noch sagen, falls ich jetzt hier plötzlich Faxen mache während dem Video oder so, ich warte auf Post, Leute. Und zwar, ich habe Twilight Imperium bestellt, kennt ihr Twilight Imperium? Brettspiel, Tabletop-mäßig, keine Ahnung. Jedenfalls das beste und größte Weltraumspiel aller Zeiten für bis zu 6 Spieler. Sollten fast auch 6 Spieler sein. Und Twilight Imperium ist halt einfach abartig. Man braucht halt nur die Leute und das ist halt die Schwierigkeit heutzutage. Meine ganzen Kumpels und so, die alle arbeiten und Kinder haben und. Construction complete. Aber das macht nichts. Leute, das macht nichts. Ja. Nur halt, dann muss ich kurz runter und das Paket halt annehmen. Bisschen gucken. Also angeblich soll es heute kommen, aber wer weiß schon, wann das kommt. So, bequemer Bergbau. Der Asteroid, der Ostjuk B3A umkreist, hat eine derart stabile Umlaufbahn, dass leicht zu verstehen ist, warum unsere Wissenschaftler dachten, er sei künstlich dorthin gebracht worden. Es gibt jedoch keine schlüssigen Hinweise auf Antriebssystem oder andere künstliche Verunreinigungen, weshalb die einzig natürliche Schlussfolgerung die ist, dass der Asteroid durch einen absurd unwahrscheinlichen Zufall in das Gravitationsfeld von Ostjuk B3A geraten ist. Wir haben auch einige seltene Kristalle auf der Oberfläche des Asteroiden entdeckt, wie nett. Oh, Leute, wo ist dieser Ostjuk? Jetzt habe ich es weggeklickt, ich Dödel. Diridam, du Dödel, die. Das lassen wir mal weg, brauchen wir jetzt nicht. Ah ja, wo ist Ostjuk? Hier, Ostjuk. Aber in unserem Einflussgebiet, das müssen wir uns gleich holen. Diese seltenen Kristalle brauchen wir. Keine Befehle. Na, okay, Ostjuk ist in vollständiger Kunde, dann. Mach dich mal bereit, Ostjuk zu erkunden, mein Sohn. Gut. Wie sieht's hier aus? Bergstation bauen, alles gut soweit. Uns fehlt's ein bisschen an Lebensmitteln. System Survey complete. Ja, warum ist denn der Ton so leise? Ich habe ihn leise geschaltet. So lauter. Also für mich lauter. Wir haben Probleme mit Konsumgütern und Lebensmitteln. Entschuldigung. Schrecklich. Der Husten, der geht einfach nicht weg, der braucht ein bisschen. Gut, hier brauchen wir Wohnungen und wir haben aber auch keine Mineralien. Wir könnten mal... Wann wachsen die denn das nächste Mal, Leute? Wann wachst ihr denn? Ihr wachst das nächste... Oh, ihr wachst jetzt schon. Leute, wir müssen ein paar Mineralien kaufen. So. Und jetzt werden wir hier schön... Sollen wir einen Landwirtschaftsdistrikt bauen? Der ist, glaube ich, auch um einiges günstiger als ein Stadtdistrikt. Und wir könnten da ein Fresschen anpflanzen. Das machen wir tatsächlich mal. Ein Wissenschaftler produziert 18. Das ist doch in Ordnung, oder? Ein Landwirt. Ein Agrarwissenschaftler, so. Die Astute hat nichts zu tun, auch nicht gut. Eieiei. Was für viele Leute. Hier geht's gut ab. Alles hochinteressante Sachen. Und er hat keine Befehle. Ja, Leute, du könntest mal die Bergbaustation bauen. Und danach die Forschungsstation. Ja, wird schon klappen. Und die Pta! Die wartet auf Ostjuk und dann geht's los. System Survey complete. Okay, von der Oberfläche dieses Mondes, und zwar Ostjuk B1A, empfangen wir ein schwaches Signal, dessen Quelle eine Art von Ortungsstation zu sein scheint. Erforschen. Ja, mach mal. Erforsche mal. Ich finde den Namen geil. Pta! Altägyptisch.
oder? So, jetzt, genau, jetzt haben wir hier nämlich keine Wohnung und einen Arbeiter. Construction complete. Was passt schon. Wir brauchen nicht allzu viel Lebensmittel, weil Lebensmittel in der Regel so günstig sind, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen. Uralte Erkundungsmarkierung. Auf der Oberfläche von Ostjuk Bla, nee, B1A, wurde ein kleiner Kurzstreckensender entdeckt. Anscheinend handelt es sich dabei um eine uralte Erkundungsmarkierung, die vor Äonen hier zur Kennzeichnung eines großen Vorkommens wertvoller Mineralien platziert wurde. Da die Mineralien immer noch hier sind, kamen die Bergleute, für die sie bestimmt war, offenbar nie an Ostjuk. Ah, wird immer besser. Ostjuk wird gut. Genau, und wir hatten uns hier für die Ausbreitung entschieden, dass die Kolonie schneller wächst. Die Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit, ja. Guck mal, Kolonisationsfieber. Neue Kolonie mit einem zusätzlichen, na, ist gut, aber Einflusskosten Sternbasen reduziert, braucht man nicht unbedingt jetzt. Die Reichsgröße wird verkleinert, ist doch auch noch nicht so wichtig. Alles noch nicht so wichtig, dann gehen wir den Pfad Kolonisationsfieber. Ja, dass wir einen zusätzlichen Bewohner schon mal haben, sobald da kolonisiert wird, das finde ich mega gut. Gut, wie lange dauert es noch? Noch 130 Tage? Anomaly found. Schrecklich. Ostjuk-System. Ja, lass mal sein. Ungewöhnliche Daten der Oberflächenscans deuten darauf hin, dass es in dieser trostlosen Welt mehr gibt, als man sieht. Aber es mal sein lassen. System survey complete. Gut, die Vagabond. Die ist hier oben. Da gab es jetzt nicht so Construction complete. So viel, was mich da gereizt hätte. System survey complete. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich hier in diese Richtung. Anomaly found. Gut. Absturzstelle. Ah, unsere Freundin Adra Banefo. Ich habe auch ein ganz anderes Bild gemacht als sie. Ich habe sie als Dunkelhäutige quasi porträtiert in dem Kunstwerk. Und das finde ich auch eigentlich gut. Ich finde nicht, dass der Name jetzt auf jemand Hellhäutiges zu schließen lässt, oder? Passt auch. Und wir haben ganz viele Frauen. Finde ich auch gut. Also, ja, im Prinzip ist es mir eigentlich wurscht. Aber ich mag das irgendwie, wenn Frauen das... Hab da kein Problem damit. So. Wir haben ein uraltes Raumschiff entdeckt, das halb verschüttet in einem Asteroidenkrater verborgen liegt. Erforschen. Ostjuk brauchen wir. Und dann brauchen wir eigentlich auch Tiflim. Unbedingt. Ja. Also, nee, jedenfalls, wir sind jetzt hier im Nebel. Das hier gehört zum Nebel. Das heißt, wir sollten hier tatsächlich einen Sternhafen bauen. Wahrscheinlich ist das jetzt auch voll blöd, dass wir es da gebaut haben. Jedenfalls, dieser Sternhafen, den können wir dann in dem Nebel nochmal ein bisschen anders ja, ausbauen eben. So, und die Servitore. Die wird hier eine Station bauen. So, Absturzstelle. Wir haben ein uraltes Raumschiff entdeckt, das halb verschüttet in einem Asteroidenkrater verborgen lag. Das Äußere dieses Forschungsschiffs verfügt über umfangreiche Sensorik und ist unbewaffnet. Der Schiffsrumpf scheint vor dem Absturz in keiner Weise beschädigt gewesen zu sein, weshalb wir davon ausgehen, dass der katastrophale Absturz auf einen fatalen Fehler der Besatzung zurückzuführen ist. Oh, archäologische Stätte des Typs Saat der Zerstörung. Auf CP01076. Okay, auch alles in Reichweite. System hier. Survey complete. Ah, brutal, Leute. Alles in Reichweite. So, genau, und jetzt können wir die Reliktwelt kolonisieren. Das machen wir. Ja, wobei ich ja echt Sorgen habe, dass wenn wir diese archäologische Stätte ausgegraben haben werden, dass wir dann ein Problem haben. We have mastered a new technology. Adra Bafeno. Du wirst anschließend die archäologische Stätte ausgraben. Genau, und sie wird hier unten erkunden. Ja, wir müssen hier ein bisschen die Chokepoints uns holen. Da die Ecken, das wollen wir dann schon haben. Okay, archäologische Stätte entdeckt. Saat der Zerstörung. Wir haben ein uraltes Raumschiff entdeckt, das halb verschüttet in einem Asteroidenkrater verborgen lag. Gletschereis hat sich unaufhaltsam über den Großteil des Schiffes ausgebreitet. Doch wir können zumindest die Luftschleuse leicht erreichen und nach den dahinter verbeugten Geheimnissen suchen. Sehr gut. Das machen wir auch. Das Titavin-System ist erforscht. Und wir haben die Sozialforschung nochmal
um 20% erhöht. Sehr gut. Jetzt sind wir schon bei 78 Monaten. Immer noch nicht wenig genug, leider. Dann machen wir doch die Hydrokulturfarm, dass wir richtig dick ins Lebensmittelgeschäft einsteigen können. Na gut, ein bisschen einsteigen müssen wir, ja. Jetzt haben wir hier, schaut mal, da sind wir jetzt auf 0. Arbeitet jemand? Moment, da ist jemand unter. Bäh. Das ist schon ein Flugzeug, was da fliegt. Okay. Ah nein. Produziert 7,7. Leute, Unterhalt 1,3 Lebensmittel. Was soll das eigentlich sein? Im Prinzip auch so ein Blödsinn, oder? Dass man Lebensmittel produziert und auch Unterhalt zahlt. Tja. Jetzt heißt es also, geschätzte Grundproduktion 18, das ist dann, wenn die beiden Jobs eben ausgefüllt werden. Aber wenn einer hier 7,7 anbaut, 8 und 8 ist 16, ist keine 18. Oder? Naja, geschätzt. Also, na. Ich habe auch 3 Äpfel geschätzt, 7. Das ist auch so ein Ding. We have mastered a new technology. Söldner-Enklave. Hab ich auch noch nie gemacht. Ist auch, glaube ich, neu gekommen jetzt mit Overlord. Mineralien durch Bergarbeiter plus 20%. Perfekt. Und aus Sternbasenkonstruktionen plus 10%. Sehr gut. Neue Fracking-Methoden werden uns ermöglichen, früher unerreichbare geothermische Ressourcen tief unterhalb der Kruste des Planeten zu erschließen. Neue Forschung, was machen wir? Oh, wir können Zerstörer. Nein, wir können die Kristallminen machen. Die bauen wir auch, die Kristallminen. Das machen wir selbstverständlich, weil wir dann an die seltenen Kristalle ran können und die können wir behalten oder eben auch verkaufen. Und ja, verkaufen von Kristallen bringt uns einen Haufen Piepen, was uns wiederum Legierungen bringt. Im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, normalerweise, ja, dass man eben so viele Legierungen wie möglich versucht zu bekommen. Darauf läuft es quasi hinaus. Weil mit den Legierungen baut man die Raumschiffe und alles. Deswegen sind Legierungen das A und O. So kann man nie genug haben. So, Ostjuk. Okay. Dann bauen wir doch mal die Bergbaustation und danach die Forschungsstation. Okay. Alle unsere Schiffe sind am Arbeiten, so muss das sein. Construction complete. Ja, und schon fertig mit Arbeiten. Okay. Ja, und da haben wir die erotischen Gase, aber wir holen uns erstmal die Bergbaustation. Und breiten uns anschließend aus. Und da unten die Lucham sind wir auch fertig. Das ist sehr gut. So, und da müssen wir jetzt hier runter und können gleich uns hier Mestros holen und Roms hier. Alles wegen den archäologischen Städten und die dürften euch ja freuen. Wegen dem Gewinnspiel. Ich habe gar nicht gesagt, was der Preis ist. Ich habe es mal an verschiedenen Stellen hingeschrieben. Aber wir haben nur Frauen, schaut mal. Aber ich habe es gar nicht gesagt. Und zwar, das wird, wie sagt man so, das wird ein Bild auf Leinwand sein. Also die kleine Größe. Keine Ahnung, wie groß ist das? 16 mal 20 Zentimeter, irgendwie sowas. Schon anständige Größe. Man kann sich's gut hinhängen, ohne sich das Zimmer zuzumüllen. Und zwar von der aktuellen Staffel. Und wenn ihr brav seid, könnt ihr euch ein Kunstwerk raussuchen, was da drauf soll. Und das werde ich auch dann unterschreiben. Ich werde es mal versuchen, wenn das geht, richtig, uns zu verhunzen. Keine Ahnung. Ja, einfach so, dass man es weiß, hey man, ich war hier bei der Staffel dabei. Und we have mastered a new technology. Das möchte ich dann gerne verschenken an denjenigen, der das der das eben löst. Und die Geschichte, die hat, das geht um die Personen, die mitmachen. Ja. Und was eben passiert und ja, wie dann eben eine Person verendet oder so. Ganz, ganz cool. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ach, Leute. Und je besser ihr die Geschichte schreibt, desto cooler wird es natürlich, ja? Mehr Fantasie. So, wir haben auf Tifim 2 eine Anomalie gefunden. Lassen wir vor, es sei dir. Sorry, brutale. So, auch. So, Erkundungsgeschwindigkeit. Nochmal ein Viertel erhöht, plus 25%. Fortschrittliche KIs werden Wissenschaftsoffizieren bei der Erkundung merkwürdiger neuer Welten auf der Suche nach neuem Leben und neuen Zivilisationen unterstützen und in Bereiche vordringen, die noch kein Blorg zuvor gesehen hat.
Mit Unterstützung durch eine KI wird das Forschungsschiff in der Lage sein, die Galaxie zu erkunden. Sehr gut. Jetzt können wir noch mehr in die Forschung gehen. Leute, es ist halt schon gut, gell? Wir kommen immer noch mehr in die Forschung und noch mehr in die Forschung. Und ja, wir gehen noch mehr in die Forschung. Gut, jetzt hier abgeschlossen. Hoffe ich mal, dass wir da schon ein bisschen was bauen können. Können wir was bauen? Ja, die Nebelraffinerie. Und das vielleicht das Interessante, die Nebelraffinerie. Also, die kostet uns 100 Legierungen, okay. Dauert ein Jahr zum Bauen. Unterhalt 2 Credits und wir bekommen aber 11 Mineralien raus. Ist ganz geil, oder? Ist ganz geil. Die bauen wir natürlich gleich mal hin. Die Nebelraffinerie. Ja, und oben lassen wir es mal. Da machen wir jetzt nichts. Das Forschungsschiff One Wanderer. Wanderer. Erkundet mal hier. Und jetzt fände ich, dass wir einfach ein bisschen aufdecken. Na, weil wir möchten ja mal wieder vielleicht einen Planeten kolonisieren. Vielleicht sollten wir auch, müssen wir mal einen Planeten wieder kolonisieren. Sonst haben wir richtig ein Problem. Und wenn mir einer von euch sagen kann, warum die Schrift hier rot ist. Ich habe es noch nicht rausgefunden, warum die rot ist. Ja, warum ist die Schrift rot? Weil die Fury-Klasse rot ist? Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht. Warum ist da die Schrift rot, Leute? Das würde mich mehr als interessieren. So, wir gucken mal. Hier weiter, das sieht gut aus. Überall noch Jobs zu vergeben. Überall noch Jobs und Wohnungen da, passt. Kimberly Gibson, Level 4, sehr gut. Paul Neumann, Level 3, okay. Und die ISS Astute hat auf Cesaya 3 eine Anomalie gefunden. Eine einfache, sehr gut. Unsere ersten Scans haben ein irreguläres Signal aufgefangen, das an unsere eigenen Notsignalmuster erinnert. Jawohl, erforschen. Ich finde, die Rechtschreibung hier ist sehr gut. Wirklich sehr gut gemacht da von denjenigen, der das übersetzt. Gibt es ja auch ganz andere Beispiele, aber das ist schon Bonn. Ah, und sie gräbt die archäologische Stätte aus. Gut. Okay. Auf Patusekibo. Patusekibo hat eine neue Stufe erreicht. Patusekibo müsste unser Nachfolger sein. Genau, der Prinz. Ja, oder die Prinzessin. Auch schon 65. Eieiei. Und er ist 66. Okay. Und die gute Patu. Die gute Patusekibo. Gucken wir ganz kurz rein ins Situationsprotokoll. Wie lange dauert es jetzt? 26 Monate. Jetzt können wir langsam mal drüber nachdenken. Und wir sind... Na, Platz 5. Naja. Leute, wir haben da echt noch Luft nach oben. Verloren im Weltraum. Das abgefangene Signal war ein Notruf eines Schiffs im Orbit um Cesaya 3. Das Schiff strahlt keine Wärme ab und scheint zu treiben. Wir haben ein Spezialprojekt ausgegeben, um etwas über den Verbleib der Besatzung herauszufinden. Wir haben da keine Zeit, doch... Situation Log updated. Das ist verblüffend und wir gucken mal. Ja, können wir tatsächlich hin? Und erforschen gleich das Projekt als erstes. Wieder mit Steuerung und Shift kann man es der Leiste ganz oben hinzufügen. Also was der Special Project complete. Und es ging ja schnell. Gescheitert. Nach Untersuchung des Schiffs und der sterblichen Überreste der Besatzung hat Wissenschaftsoffizier Kimberly Gibson herausgefunden, dass sich die Besatzungsmitglieder gegenseitig getötet haben müssen. Die Einsamkeit und Beengtheit des Weltraumflugs kann selbst den stärksten Verstand brechen. Beunruhigend, schade. Dafür ging es wenigstens schnell. Na gut. Man kann nicht immer Glück haben. Schwerer Misserfolg, was? Wir empfangen eine Übertragung von der ISS Astute. Die Besatzungsmitglieder sind durchgedreht und bringen einander um. Ey. Der Kapitän hat die Kontrolle gänzlich verloren. Hilfe zu schicken würde jetzt nichts mehr bringen. Ob das wohl irgendwas mit dem aufgegebenen Schiff zu tun haben könnte, das sie kürzlich untersucht hat? Schreckliche Nachrichten. Nein! Die ISS Astute wurde zerstört. Oh Gott. Leute, das ist mal wieder... Ist mal wieder richtig typisch. Wisst ihr was? Wir bauen...
zwei Forschungsschiffe. Und wisst ihr was? Wir bauen drei Forschungsschiffe. Weil irgendwie habe ich so im Gefühl, keine Ahnung, es könnte jetzt schon zu spät sein, aber dass wir richtig forschen. Forschen. Construction complete. Wir brauchen viel mehr. Construction complete. We have mastered a new technology. Jetzt gucken wir mal kurz. Das ist jetzt... Ja, was hat er jetzt gebaut hier? Ah, okay. Ja gut, das passt schon. So, Moment. Das ist jetzt das erste Schiff, die ISS Traveler. Da werden wir einen rekrutieren. Und wen rekrutieren wir? Wir haben keinen Psioniker. Eigentlich auch schade, oder? Dann nehmen wir den mit dem besseren Erfahrungszuwachs. Da kommen die schon 40, wenn wann, aber das macht nichts. So, du meine Liebe. Wirst hier erkunden. Moment. Wir haben die Hydrokultur und Hydrokulturfarm erforscht. Sehr gut. Das könnten wir die Genkliniken und die Sternbasenkonstruktionen machen. Oder wir könnten sagen, gerade eben die Genklinik, dass wir 10% schneller wachsen. Was uns eben auch Konsumgüter kostet, aber wir wachsen schneller. Ja, ich denke, wir könnten... Wir machen die Genkliniken, das ist gut. Dann haben die Daniela Lopez. Ob die jetzt hier so geschickt ist, weiß ich nicht. Moment. Wir könnten dich nehmen. Okay. Moment. Jetzt haben wir auf der Torch niemanden. Und dann könnte sie auf der Torch sein und dann gräbt sie die archäologische Stätte weiter aus. Moment. Und jetzt haben wir 58%. Wird doch langsam, oder? So, und hier die Swan Shu. Ist gut, aber wir könnten jemand der Materialien auch. Er hier zum Beispiel. Paul Neumann. Naja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Hier sind wir auf 56, schaut mal, das wird richtig gut. Und hier bräuchten wir jetzt einen Informatiker, wenn wir einen hätten. Haben wir keinen Informatiker, dann machst du das. So, da kommen wir auf wie viel Prozent? Immerhin noch 41, aber seht ihr? Richtig gut, dass die sich hier eben jetzt so gut auskennen und das hier matchen. Perfekt, Leute. Ganz gut, okay. Stopp. So. Wenn wann? Fährt los. Oder fliegt los. Die Wayfarer, okay. Da brauchen wir jetzt auch wieder einen, den wir rekrutieren müssen. Erkundungsgeschwindigkeit. Genau, du bist unser Mann. Roberto Perez und du wirst... ja, tatsächlich hier unten das System erkunden. Okay. Kommen wir hin. Bevölkerung, das nächste Wachstum in 15 Monaten. So, Construction complete. So lange noch 15 Monate. Ist schon lange. Naja, gut. Gut, perfekt. Und da haben wir die Nebelraffinerie fertig. Ideal. Leute, ideal, die Nebelraffinerie. Construction complete. Perfekt. Ja, wir müssen gar nichts mehr hier verkaufen. Wir müssen hier auch nichts mehr kaufen. Wir können unseren ganzen monatlichen Handel entfernen. Sehr gut. Ne? Ah, waren wir hier unten bei Mestros 3. Okay. Ja, das passt schon. Da könnten wir ein bisschen einen Handel machen. Moment. Bau da die Sternbasis hin. Und die Ptah könnt ihr sogar gleich hier bauen. Passt auch gut. Jetzt haben wir nur wenig Einfluss. Da sollten wir mal auch drauf achten und ein bisschen sparen, Leute. Wir haben im Sourcy Max schon wieder, das war glaube ich der letzten Staffel und vorletzten auch so,
haben wir die Omega-Menace kennengelernt in Sorcimax. Ah, das sind wieder solche Jungs hier. Das sind solche Jungs. Dann wird es wieder Birgit von Wrangel. Die kennt sich inzwischen aus. Die wird da. Construction complete. Die wird da Gas geben. Und in Oskum haben wir eine Sternbasis gebaut. Perfekt. Gut, klasse. Aber hier die Ruby Gargans mit 10.000 Stärke kriegen wir nicht mal im Einsatz weg. Asteroidenwellen. Antonella Torres. Der Asteroid SST. SST, oh yeah. 937 strahlt in kontrollierten Stößen eine unbekannte Strahlung aus. Versucht jemand oder etwas mit uns zu kommunizieren? Jetzt gucken wir mal. Ich fühle mich eigentlich gar nicht so schwach. Immer noch auf 5. Na gut. Gucken wir mal, was das hier noch wird. Construction complete. Gut. So, okay. Gravitationsquetschung. Die Erkundung des Asteroiden durch die ISS Wanderer wird vorübergehend ausgesetzt, als eine Sonde in eine umherziehende Gravitationsanomalie gerät. Die Sonde kann noch einige Daten übertragen, bevor sie von den extremen Kräften brutal zerquetscht wird. Kräften, die sich kurz darauf komplett auflösen. Wow, einen ganzen Haufen. Physikforschung, sehr gut. Wundervoll. System Survey complete. Sehr gut. Das ist die USS Vagabond. Erkunden wir hier. Komm, dann geh mal da hoch. Wir haben halt wirklich ein Problem mit Planeten. Oha, ein Ereignis an archäologischer Stätte. Kleptomanische Ratten. Eingestürzte Gebäude, abgestürzte Raumschiffe, Klumpen von geschmolzenem Müll und Schmuckstücken deuten darauf hin, dass die ehemaligen Einwohner von IAM 5 inmitten eines verlorenen Krieges gegen einen überlegenen Feind aus ihren Häusern geflohen waren. Leichen, die ausländische militärische Insignien tragen, deuten darauf hin, dass es möglicherweise zu Konflikten zwischen Rattenclans gekommen ist, die aus verschiedenen Heimatwelten stammen. Ihre Evakuierungsbemühungen wurden dadurch behindert, dass sie nicht bereit waren, ihre geschätzten Schmuckstücke aufzugeben, und viele verloren ihr Leben, um völlig banale Gegenstände zu retten. Ein Artefakt jedoch scheint einen besonderen Platz in der Gesellschaft zu haben. Entschuldigung. Der Rubrikator. Es scheint, dass sie lange und hart gekämpft haben, um ihn zu retten, ihn aber letztendlich zurücklassen mussten. Kurios. Okay, Leute, es ist tatsächlich kurios. Bergbaustationen bauen. Was ist mit dem hier? Der macht nichts. Ah, wir haben keinen Anführer. Genau, und da rekrutieren wir unseren dritten Anführer. Ja, wir nehmen den Psioniker selbstverständlich. So, und du wirst das System hier erkunden. Und dann sehen wir weiter. Jetzt gucken wir mal, das kann hier mega in die Hose gehen. Falls der Drache käme. Der kommt bei diesem archäologischen Event ab und zu. Und dann hätten wir tatsächlich ein Problem. Dann hätten wir ein Problem, und wir wollen ja kein Problem. Die Wanderer hat wieder nichts zu tun. Colonization efforts begun. Ja, erkunde mal. Und alle am Arbeiten. Perfekt, so muss das sein. Leute, so muss das sein. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir hier schön. Hier schön die Nebelraffinerie. Sehr gut, Leute. Okay, Massenaussterben, verbrannter Planet. Einer der Planeten trägt immer noch offene Wunden einer vergangenen Katastrophe. Seine Oberfläche ist ein aufgewühltes Meer halb geschmolzener Mineralien, das die supraerhitzte Atmosphäre weiter aufkocht. Die quentivischen Astronomen aber behaupten, dass hier einst wohl Leben möglich gewesen ist. Wir haben ein Spezialprojekt ausgegeben, um den geschmolzenen Planeten Situation log zu studieren. Updated. Und was wir aus Kontakt?
strukturierte Signale. Wir haben Signale unbekannter Art aufgefangen. Diese scheinen einer sich wiederholenden Syntax zu folgen, die auf intelligentes Leben hindeuten könnte. Wir sollten dem weiter nachgehen. Sie konzentrieren sich offenbar um eine einzelne Raumstation herum, bei der allerdings unklar ist, ob diese Teil einer größeren raumfahrenden Zivilisation ist. Macht mal weiter. Was ist hier los? Hier fehlt uns eine Wohnung. Dienstleistungen, hier fehlt uns ein Job. Echt? Wachsen die? Leute, wartet mal, wachst ihr so schnell? Echt? Wir haben arbeitslosen Arbeiter. Sollen wir nochmal in Leben investieren? Ne, wir gehen mal in den Stadtdistrikt. Na, oha. Hier sieht es auch schlecht aus. Leute. Da fehlt uns eine Wohnung. Wann wird gewachsen? Es wurde gerade gewachsen. Dann geht es ja noch einigermaßen. Dann können wir hier auch... Na, bringt es auch Wohnungen? Nein, bringt... Doch. Wohnungen plus 3. Construction complete. Dann werten wir mal auf und auf Taran Prime. Haben wir auch einen arbeitslosen Arbeiter, Leute. Jetzt auf einen Schlag hat es hier bum bum gemacht. Moment. Alles zu viel, aber ist noch in Ordnung. Kriegen wir hin. So, jetzt wartet mal. Grauer Schleim. Aldip 5a scheint in irgendeiner Art von gräulicher Substanz bedeckt zu sein. Sie besitzt seltsame Eigenschaften, besteht aus unterschiedlichen metallischen Zusammensetzungen. Ja, forsch mal. Massenaussterben, desolater Planet. Auf einem Planeten in diesem System sind noch immer die fossilen Spuren einer früheren Ökologie zu finden. Was hätte eine kräftige Biosphäre wohl in eine verstrahlte Ödnis verwandeln können? Wir haben ein Spezialprojekt ausgegeben, um die desaströse Verwandlung Situation log updated. Nachzuverfolgen. Ah, okay. Das war die Geschichte. Ah, okay, führt den Befehl bereits aus, okay. Gut. Dann ist es gut. Hitram-System erkundet. Die Wanderer hat was erkundet. Passt alles. We have mastered a new technology. Jetzt sind wir hier bei Oskum. Ja gut, wir würden halt schon ganz gern zu Entropy Spawn kommen. Oh Leute. Und die Genkliniken sind erforscht, ja. Perfekt, oder? Die Genkliniken sind erforscht. Aber wieder Erlassfonds plus 20. Oh, Erlassfonds. Da wollten wir doch auch mal gucken in die Richtlinien. Nein. In die Erlasse. Ja doch, wir nutzen sie schon. Komplett eigentlich. Erforschung der Sterne. Verehrung der Heiligen, alles gut. Gut, wir könnten dann die Befestigung der Grenze machen. Hochinteressant. Das könnten wir schon machen. Oder mal wieder ein Opfer. Ein Opfer machen. Ja, da geht es um Einigkeit. Hätte man fast vergessen, oder? Opferbelohnung. Ne, wir machen Opferzusammenhalt. Okay, Leute. Den Text hatten wir schon. Ein beinahe greifbares Schweigen und so weiter hatten wir schon mal. Ja, wir haben die geopfert. Wie sieht's aus? Monatliche Einigkeit plus 36%. Perfekt. Das ist dann schon... We have mastered a new technology. Nicht wenig. 52. Wir gehen mal ganz kurz auf den neuen Monat. Ah, Leute. Macht, wird hier Pause gemacht. Ich wollte auf den neuen Monat gehen. Wartet mal. So. Normal, okay. Seht ihr, jetzt sind wir auf 95 nämlich hoch. Also, perfekt, das wollte ich, dass wir auf 95 hochgehen. Ideal. Können wir richtig einen Einigkeitsboost machen? Hätten wir fast vergessen, Leute. Klar haben wir jetzt ein Problem. Jetzt haben wir auf Koros, fehlen uns wieder Einwohner. Wenn wir mal gucken, genau, weil wir haben ja unsere... Ich dachte, wir haben die sterblichen Eingeweihten alle getötet. Haben wir gar nicht. Die scheinen ja noch da zu sein. Vielleicht haben wir auf Kamir einen. Gemetzelt. Keine Ahnung. Na gut.
grauer Schleim. Nach eingehender Analyse hat Offizier Antonella Torres herausgefunden, dass die seltsame metallische Substanz, die die Oberfläche von Aldep 5a bedeckt, tatsächlich aus Milliarden von Naniten besteht. Diese Naniten sind mikroskopisch klein, reproduzieren sich selbst und wurden vielleicht von einer früheren Zivilisation für einen unbekannten Zweck hergestellt. Das Volumen und die Dichte dieses Nanitenschlamms ist bemerkenswert und fügt dem darunterliegenden Planeten mehrere Milliarden Tonnen Masse hinzu. Es scheint, als seien diese winzigen Selbstreplikatoren irgendwann in einen Zustand außer Kontrolle geratener Reproduktion gefallen und haben dadurch den Planeten alles darauf verschlungen. Durch die Untersuchung der Naniten konnte unsere Crew einige aufregende neue Erkenntnisse gewinnen, die uns zweifellos unserer eigenen Forschung helfen werden. Neue Technologie, Montagemuster. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Das ist hier. Können wir es hier schon angucken? Pause. Ne, wir sehen hier gerade keine Montagemuster. Okay, gut. Naja. Dann machen wir die Physikforschung jetzt. Was möchten wir gerne? Okay, jetzt kommen wir tatsächlich mal in die Geschichte, wo wir ein bisschen die Waffen auch verbessern werden. Blauer Laser. Oder wir machen das Energienetz. Wir haben immer noch nicht das Problem, dass wir in irgendeiner Form Waffen bräuchten. Dann würde ich fast sagen, wir machen das Energienetz, Leute. Wir gehen mal diesen Weg. Okay. Ein schrecklicher Anblick. Als wir begannen, immer mehr visuelle Bilder der von uns Omega-Menes genannten Fremden zu empfangen, war unvermeidlich, dass dies schließlich an die breite Öffentlichkeit durchsickern würde. Ihr Erscheinen hat weit verbreitete Bestürzung in der Bevölkerung hervorgerufen, die sie inzwischen als abstoßende Parasiten bezeichnen. Viele fordern bereits, dass wir Maßnahmen ergreifen, um die neue Bedrohung, die von diesen Molluskoiden ausgeht, zu beseitigen. Das werden wir auch tun. Oder? So böse können sie bestimmt nicht sein. Wir tolerieren sie. Nein, das werden wir auch tun. Ah ja, klar. Leute, wir hassen euch. Ihr seid richtig hässlich. Aber die möchten friedlich mit uns umgehen. Das kommt uns ja... Das kommt uns ja entgegen. Leute. Und jetzt noch... Atrabafeno Stufe 5 möge sie ewig leben, aber die wird halt auch nicht jünger. Die ist erst 49. Die ist wirklich kein Dummkopf. Die ist mega gut. Die gute Atrabafeno. Moment. Sie leitet die Sozialforschung. Ja, die ist eine richtig, richtig gute Frau. Wir könnten hier jetzt jemanden benötigen, der Feldmanipulation versteht. Ja, wir haben eine ganze Menge, aber einen Feldmanipulator haben wir keinen. Gut, das war der Feld. Aber was brauchen wir noch? Bräuchten vielleicht jemanden, der Staatskunst kann? Haben wir jemanden, der Staatskunst kann? Haben wir auch keinen Staatskünstler, gell? Sie ist halt mega stark. Leute, sie ist halt mega stark und die könnte uns fast bei einer Ausgrabung mehr helfen als bei der Forschung, weiß nicht genau. Leute, das war's auf jeden Fall für die Folge. Ich würde mich so freuen, wenn ihr wieder mal einen Kommentar schreibt und zeigt, dass ihr mit dabei seid. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.